Mit diesem ersten Video möchten wir gerne einmal die Grundidee des ITV-Systems vorstellen. ITV steht für Internet-TV. Das heißt, Internetseiten passen immer auf das Format eines Fernsehers, ob klein, ob groß, und somit auch auf Tablet, PC, Notebook und Smartphone. Das Internet-TV-System zu Hause soll einfach bedienbar sein. Mit dieser einfachen Fernbedienung und einer Internet-TV-Box im Wert von etwa 100 Euro, die an das Fernsehgerät angeschlossen wird, soll das Internet gesteuert werden. Ich kann jetzt hier das Internet-TV-System über den Ein- und Ausschalter einschalten und sehe auf dem Bildschirm ein Auswahlmenü, welches ich mit den Tasten rechts und links auswählen kann. Der erste Eintrag ist die Internet-TV-Seite Sisi Online Hamm. Ich bestätige diesen Eintrag mit OK und bin dann in dem System. Und ich denke, jetzt kann sich jeder vorstellen, wie es weitergeht. Durch die Tasten oben, unten, links, rechts kann ich durch die entsprechenden Seiten wandern, den entsprechenden Eintrag auswählen und mir lokale Informationen holen. Zuerst gehe ich auf Bockum Höfel, weil dort die meisten Aktivitäten aktuell stattfinden, drücke auf die OK-Taste und bin dann bei wichtigen Informationen. Zuerst Veranstaltungen links oben. Ich kann mir auch Informationen zum Sonntag am Römerberg holen, Literatur um 10 oder den 1. Mai Aktionstag Zeche Radbot nochmal aufrufen. In diesem Fall gehe ich auf den Eintrag einen Tag, einen Sonntag am Römerberg, wähle es mit der OK-Taste aus und bekomme eine ITV-Seite. Im linken Menü kann ich die entsprechenden Funktionen wählen, zum Beispiel das Bühnenprogramm, welches mir nach einem kurzen OK rechts auf der Seite dargestellt wird. Ich kann mit den Rauf- und Runter-Tasten mir das Bühnenprogramm angucken oder mit der linken Taste wieder in das Menü zurückgehen. Möchte ich mir die Galerien von 2012 anschauen, gehe ich auf den Eintrag, bestätige den Eintrag mit der OK-Taste und schon sind die Galerien da. Interessant ist natürlich auch der Einsatz in Form von Videos. Ich bin jetzt mal zurückgegangen. Bockum Höfel hat zum Beispiel ein kleines Kino. Ich gehe auf das entsprechende kleine Kino, kann dann die entsprechenden Einträge wählen. Zum Beispiel gehe ich jetzt auf den Eintrag Käsekuchen Kaffeeklatsch, rufe ihn aus und sehe das entsprechende Video. Ich denke, die grundlegenden Funktionen des ITV-Systems sind damit schon mal kurz dargestellt. Weitere Informationen folgen.